Zivilcourage, wie der Mut, dem Unrecht zu widerstehen, Menschen zur Eigenverantwortung motiviert. Durch die Sendung führt Silvana Meixner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ob auf der Straße, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, Zivilcourage hat viele Gesichter. Das gilt sowohl für den Umgang mit Flüchtlingen als auch bei der Gestaltung von alternativen Lebensmodellen. Alle diese couragierten Heldinnen und Helden vereint der Mut. Wer muss sich anpassen? Finger wird nicht anfassen. Ich fürchte mich vor nichts. Von Zahnarzt und von mir selber. Sonst fürchte ich mich nichts. Was ist, ist. Ich muss mich jetzt entscheiden, sehe ich jetzt Leid? Und reagiere ich drauf oder ist es mir egal? Mut ist, die Wahrheit zu suchen und sie zu sagen. Jeder Mensch hat halt seine eigene Wahrheit. Wer gibt dir das Recht, wenn du nicht dafür kämpfst? Alles easy. Manchmal, wenn es kein Cheesy gibt, schrei ich wie AC/DC. Die oft mangelnde Gleichbehandlung von Frauen gibt da jede Menge Anlass für Zivilcourage. Wie auch die Filmemacherin Deniz Gamze Ergüven mit ihrem Film Mustang bewiesen hat. Das war das letzte Mal, dass wir alle frei waren. Von einem Tag auf den anderen änderte sich alles. Weißt du, was die Leute im Ort über uns reden? Wer von euch ist die Schlampe? Oder seid ihr alle Schlampen? Beruhige dich! Wenn die Mädchen entjungfert wurden, bist du dafür verantwortlich! Immanuel Kant, der große Philosoph, hat gesagt, gut ist erst dann, wenn du imstand bist, darüber nachzudenken, was ist richtig, und dann das Richtige tust, egal ob es wohlgefällig ist oder nicht. Hier in Stockerau folgt eine Gruppe couragierter Frauen ihrer inneren Stimme. In Stockerau wurde das alte Bezirksgericht für Flüchtlingsfamilien adaptiert. Während ich in das Haus das erste Mal reinkommen bin, habe ich gesehen, die Kinder brauchen Unterstützung. Das war eigentlich mein Antrieb, dass ich da herkomme und eine Eltern-Kind-Gruppe gründe. Ich denke mal, wenn alle Stockerauer ein bisschen zusammenhelfen, täte man es einfacher. Zivilcourage sollte nicht gebremst werden. Da möchte ich noch etwas sagen, was mein Freund der Ostbankurti immer gesagt hat. Passt auf, seid vorsichtig und lasst euch nichts gefallen. Ja, das war's dann für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis nächsten Sonntag bedanke ich mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen alles Liebe.